Trara, heute wieder mal live vom Küchentisch. Ja, ihr seht, es kam wieder Post und zwar hatten wir, gab es Diskussionen oder Anmerkungen und ich habe da einige Mails bekommen, die nicht so freundlich waren, wo es dann hieß, ja scheiße, Autoteile online bestellen, das geht immer schief, das dauert zu lange, da kommt nicht an, was bestellt wird und. Dazu muss ich sagen, das gibt's, das kommt vor, das kommt immer davon, wo man bestellt. Lest euch vorher immer die Bewertungen durch. Auch mir passieren manchmal komische Sachen und manchmal geht auch was anderes schief, also es liegt nicht immer am Händler. Ja, ich habe jetzt mal, weil ich sowieso gerade wieder dabei bin, ein bisschen zu reparieren, habe ich einfach mal Ventile, mein Zylinderkopf ist offen. Das habt ihr vielleicht mitbekommen, ist ein Ventil abgebrochen. Nun dachte ich mir, okay, wechselt man jetzt nur das eine kaputte, weil bei Rädern wechselt man ja auch nicht alle vier, wenn nur eins kaputt ist. Aber nun habe ich mir gedacht, naja, wir haben alles raus. Dann machen wir auch einfach alles neu. Ob sich das bei dem alten Auto noch lohnt, ist eine andere Frage. Ich mache es einfach mal. So, da habe ich jetzt bestellt, weil wir 16 Ventile haben, habe ich bestellt 8x Einlass und 8x Auslass. Die sind unterschiedlich groß, darauf sollte man achten. Ja, und jetzt zum Eigentlichen, die Bestellung. Ja, bestellt, bezahlt und es wird geliefert. Es ist super verpackt. Es kommt, ich habe es diesmal nicht beim Autoteilehändler gekauft, sondern ich habe es diesmal im Versandhaus gekauft, weil ich dachte, ich probiere mal was anderes. Hat hier immer super schnell funktioniert. Hätte ich nicht erwartet. Astreine Geschichte. Ja, es ist alles da, was man bestellt hat. Einmal Ventile. Jetzt habe ich mal eins ausgepackt. So, und dann als nächstes natürlich noch Zylinderkopfschrauben. Die kommen dann von einem anderen Händler. Aber ähnlich. Das ist eingepackt. Und da zählen wir mal nach. 2, 4, 6, 8, 10. Es ist alles da. Wenn jetzt noch die Länge stimmt und der Durchmesser, kann man zufrieden sein. Ihr seht, wo die her sind. Top Geschichte. Also bin ich sehr zufrieden. War schneller hier, trotz Corona, war schneller hier als angegeben. Das war angegeben mit Montag der 14. Die auch sind heute schon hier. Und heute ist Freitag der 11. Kann man nicht meckern. Da hängt natürlich der Transportdienst ein bisschen hinterher. Wahrscheinlich werden die Probleme haben und nicht alles gleich direkt so durchbuchen oder das System setzt es nicht so durch, wie es gebucht wird. Egal wie, es ist schneller da als geplant. Es ist alles da. Es ist ein super Preis und ich kann überhaupt nicht meckern. Also kann ich euch nur den Rat geben, wenn ihr Teile bestellt, klickt mal vorher rein, lest mal in den Foren, was die Leute in den Foren dazu sagen, wo man bestellen kann. Welche eventuell ziemlich labberig umgehen mit irgendwelchen Bestellungen. Und das ist schnell rauszufinden. Und dann hört auf die Leute im Forum. Vielleicht kennt auch einer einen, der einen kennt, wo man vielleicht noch ein paar Prozentchen dabei kriegt. Das kommt ja auch häufig vor. Und dann ist man immer auf der sicheren Seite. Und wenn man einmal schlechte Erfahrungen gemacht hat, eine Bestellung kann immer schief gehen, kein Problem. Aber das sollte man dann lösen können innerhalb kürzester Zeit. Also es kommt immer auf die Firma auch drauf an und auf einen selbst. Wenn man natürlich ins Telefon brüllt, du Idiot, ich habe die falschen Teile, dann kommt natürlich auch wahrscheinlich selbe Reaktion zurück. Deswegen schauen, was ist schiefgegangen, wie können wir es lösen. Und wenn das dann beiderseitig gut klappt, sollte das kein Problem sein. Wenn das natürlich mehrere Male passiert, dann sollte man dann doch den Anbieter oder Versender wechseln. Ja, oder den Transportdienst, je nachdem woran es liegt. Das nur mal am Rande, kurz nebenbei, es funktioniert, Teile kann man bestellen, kommen an, teilweise schneller als erwartet. Das geht natürlich auch auf anderen Plattformen, eben nicht nur hier. Ja, und jeder mag da bestellen, wo es ihm am besten passt. Und jetzt gehe ich mal daran, wir die Teile einbauen und mal schauen, ob das alles so hinhaut, wie es soll.